Also, Unternehmensberatung. Ich habe das selber mal ein bisschen recherchiert von der Historie her. Wann gab es denn diese Begrifflichkeiten letztendlich? Da könnt ihr auch gerne mal bei Moritz vorbeischauen. InUpOut, in seinem Podcast, hat er einmal wirklich eine historische Folge aufgenommen, wo er die ganzen großen Berater, A.T. Kearney, McKinsey, KPMG, wie sie alle heißen, wirklich erzählt, wann die wie gegründet wurden und wie das so der Werdegang war. In Summe kann man sagen, ich habe es mir gerade rausnotiert, 1926 wurde McKinsey in Chicago gegründet. Es kommt tatsächlich aus dem Amerikanischen. Und noch viel früher, 1886, wurden die ersten Unternehmensberatungen überhaupt auch im amerikanischen Markt gegründet. In der Wirtschaftskrise 1930 rum haben Beratungsagenturen oder Berater halt wirklich erst ihren großen Zulauf gewonnen, indem in der Wirtschaftskrise, logisch, was gab es da zu entscheiden? Banken haben den Markt reguliert, die ganze Wirtschaft ist zusammengebrochen und dann muss man natürlich als Unternehmer ganz schnell Entscheidungen treffen. In Deutschland ist es allerdings erst sehr, sehr viel später passiert, dass man sich wirklich so strategisch mit Unternehmensberatung auseinandergesetzt hat, beziehungsweise dass Unternehmensberatung etabliert wurden hier am Markt. Und zwar 1964 kam McKinsey erst nach Deutschland. Und Roland Berger ist ja eine der bekannten deutschen großen Beratungshäuser. Die wurden 1967 gegründet. Also man kann sagen, in den 70er Jahren ging es los mit den Unternehmensberatungen in Deutschland. Und das war auch so die Phase, wenn man mal guckt, ich komme ja aus der Automobilbranche, wann so das ganze Thema Prozessoptimierung, Prozessmanagement, Lean-Management und Kaizen hier in Deutschland Einzug gehalten hat. Bei Porsche selbst war es damals 1990, in den 90er Jahren kann man so sagen, da hat der Wendelin Wiedeking, damals der Geschäftsführer oder Chef von Porsche, bevor das ganze VW-Thema dazu kam, Japaner reingeholt, wirklich nach Zuffenhausen und dort wirklich durch die Produktionsabläufe gegangen. Und das geht uns Prozessmanagern, die alle so eine Ausbildung absolviert haben. Ich habe meine beim CTPM-Institut absolviert und natürlich auch Learning by Doing im Daimler-Konzern in der Automobilbranche alles angewendet. Wenn man mit so einer Brille durch die Hallen, Produktionshallen und später dann administrativen Bereiche geht, dann sieht man natürlich Verschwendungsanteile noch und nöcher, wenn man die Prinzipien verstanden hat. Das heißt, jetzt zurückzukommen auf das Thema Beratung im Allgemeinen und Unternehmensberatung. Das ist so das Thema heute. Vielleicht kann man das einmal kurz fixieren. Einmal die Frage, warum und wann brauche ich eigentlich eine Unternehmensberatung? Also wann macht es Sinn, sich mit Beratung auseinanderzusetzen? Und die dritte Frage, was machen wir denn eigentlich so den ganzen Tag und zaubern da hin? Also die Frage, warum und wann? Es sind unterschiedliche Auslöser und Schmerzpunkte in den Unternehmen, die dazu führen, da brauche ich jemanden, eine Expertise, die ich mir reinhole. Der größte Effekt ist halt immer wirklich das Thema, das soll ein Auge sein, mit ein paar Wimpern, der Fremdblick. Also der Fremdblick auf die eigene Firma. Denn das, was klassischerweise passiert, man gründet eine Firma, zieht sie hoch, der Umsatz wächst, man stellt Mitarbeiter ein, aber man gärt so im eigenen Saft. Und da mal von außen sich einen Blick reinzuholen, wie passt das denn überhaupt zur Marktentwicklung? Wie passt das zur Branchenentwicklung? Wie harmonisiert das letztendlich zusammen? Das ist so der größte Hebel, sage ich mal, im Sinne eines Beraters. Jetzt ganz konkret nochmal, was sind die Auslöser? Ich habe das mal mir hier in der Vorbereitung für den Stream hier rausgeholt. Das eine ist Krisen. Meine Schrift ist heute nicht ganz so toll. Dann von außen auch getrieben Marktsituation. Dann haben wir das Thema Staffelübergabe. Da gehe ich gleich mal drauf ein. Dann natürlich das ganze Thema Wachstum, Effizienzen und wir haben, ja klar, IT, Digitalisierung letztendlich und Zertifizierung. Da habe ich die letzte, die ich eingeführt habe, war die DIN ISO 9001.
1, Doppelpunkt 2015. Nee, 18. 18. So rum. 2018, das war die letzte, die ich durchgeführt habe. Das heißt, zusammengefasst, wenn wir auf alle Ebenen gucken, gibt es Auslöser einmal von innen aus der Firma heraus und Auslöser von außen, also vom Markt heraus. Vom Markt heraus getrieben haben wir natürlich diese ganzen Themen, Wachstum und hier das Thema Zertifizierung in IT. Das heißt, wenn sich der Markt verändert, Branchen verändern, die Kundenstruktur sich verändert, Absätze einbrechen zum Teil, habe ich jetzt auch Unternehmen wieder in der Beratung, in Projekten, wo wirklich das Umsatzwachstum sich schwer tut, wo man wirklich an den Kennzahlen merkt, so, da passiert gerade was und da ist es eigentlich schon fast zu spät reinzugehen, ne? Weil man braucht wirklich Vorlauf, um in sogenannten strategischen blauen Ozean, Blue Oceans, neue strategische Konzepte zu entwickeln, neue Produkte auf die Straße zu bringen und Innovationen brauchen einfach Zeit, bis man Projekte und Märkte neu erschließt. Dann das Thema Wachstum ist natürlich ein Stellhebel, der auch meistens von außen kommt und im Moment getrieben mit dem Thema IT und Digitalisierung haben wir natürlich einen riesen Marktzugang. Wenn wir mal zurück überlegen, bevor es das Internet gab, vor den 90ern, haben wir regionale Märkte gehabt, wir haben Flyer gehabt, wir haben geguckt, wie bekomme ich letztendlich Marktzugang und durch die Digitalisierung haben wir natürlich durch das Handy in der Hosentasche einen direkten Marktzugang zu unseren Kunden weltweit. Ja, das heißt, wir erreichen unsere Kunden und können targetieren bis in die Hosentasche über sogenannte Personas, Zielgruppenbeschreibung, wo ich sagen kann, das ist mein Markt, in diese Länder, in diese Preisrange, in diese Produkte, in diese Marktsegmente will ich rein. Und das geht international auf einmal relativ schnell. Also dahinter steht das Thema Wachstum. Das heißt, wie komme ich mit meinen Unternehmensstrukturen im Wachstum hinterher? Wann muss ich neue Mitarbeiter einstellen? Auf welchen Bereichen muss ich welche einstellen? Das ist alles zusammen im Thema Skalierung. Da gibt es ja am 14.09. auch das Seminar dazu, einen Tag. Komplettes Programm, Druckbetankung zum Thema Skalierung. Was muss ich berücksichtigen, wenn ich hier in massives Wachstum reingehen will? Dann IT und Digitalisierung, das sind die Klassiker in Change-Projekten, also in Unternehmensberatungsprojekten. Das heißt, ich möchte eine neue Software einführen, ich möchte eine neue Anwendung einführen, ich will es einfacher für die Mitarbeiter machen, ich will eine Stechkarte, eine Zeituhr etc. einführen. Das sind alles so IT-getriebene Anwender oder Anwendungen, die man durch die Organisation hindurch natürlich als Veränderungsprozess aufsetzt und dafür braucht man Berater. Gibt es natürlich Spezialisten, IT-Berater und die machen mit euch entweder die digitalen Prozesse, bestenfalls, hallo erstmal, ich freue mich über euer Winken und eure Herzchen, ganz lieben Dank. Wo war ich stehen geblieben beim Thema? Ja genau, Digitalisierung, da gibt es natürlich Experten, die die Software dann auch einführen, die die Programme auch einführen bei euch und euch begleiten. Bestenfalls kennt ihr eure Prozesse, wo ihr wirklich sagt, okay, das ist unsere Prozessebene, da kann man nochmal optimieren an der einen oder anderen Stelle und dann setzt ihr wirklich eine IT-Struktur drauf. Dann natürlich das Thema Zertifizierung. Für was braucht man überhaupt Zertifizierung? Wer macht Zertifizierung überhaupt? Zertifizierung bedeutet, eine gewisse Stabilität in Unternehmensabläufen sicherzustellen. Und deswegen gibt es Branchen und Bereiche, wo man eine gewisse Zertifizierung braucht. Da gibt es auch unterschiedliche Arten von Zertifizierung, die DIN ISO, das ist die einfachste und gängigste, um die mal hier zu nennen. Und das bedeutet, dass das Unternehmen bestimmte Prozesse und Abläufe und Standards etabliert hat und damit auch Lieferfähigkeit garantieren kann. Ja? Das heißt, wenn ich im Lieferanten- oder Zulieferbereich, Liefergewerbe unterwegs bin, also im produzierenden Bereich, dann ist das zum Beispiel eine Notwendigkeit, um bei größeren Unternehmen, sogenannten OEMs, wirklich auch reinzukommen als Dienstleister oder Lieferant, dann muss ich eine Zertifizierung nachweisen. Und dazu muss ich natürlich erstmal mich zertifizieren lassen und davor natürlich auch erstmal gucken, wie setze ich so eine Zertifizierung aus. Die Firma, die ich begleitet habe in der Zertifizierung, das waren von der 2015 auf die 2018er, war das ein Jahr ein Change-Prozess mit IT-Strukturen integriert, ja, also komplett die ganze Firma mit Unternehmensabläufen letztendlich
alle Ebenen, von der Führung bis zur Mitarbeiterebene. Und das braucht halt letztendlich auch Zeit. Das machen Unternehmensberater und die begleiten euch bei diesem Prozess. Dann natürlich Thema Cash, Krisen. Das sind jetzt Themen, die von innen herauskommen. Natürlich, wenn der Markt wegbricht, ist es von außen getrieben, logisch. Krisen, mit Krisen meine ich zum Beispiel Konfliktsituationen, habe ich auch schon gehabt, Gesellschafterkonflikte. Das heißt, wenn Führungsebene nicht mehr gut funktionieren, wenn die Fluktuationsrate sehr hoch, wenn der Krankenstand sehr hoch ist, also wenn ihr eine Krankenstandsquote von ab 10% habt aufwärts, dann solltet ihr euch darüber mal Gedanken machen, dann ist in der Führung was nicht ganz sauber. Dann haben wir Krisen auch, ja, zwischen Gesellschaftern oder wenn ein Gesellschafter komplett wegbricht aus eigenem Antrieb heraus. Oder es kann auch natürlich eine Wirtschaftskrise sein, also im Sinne Effizienz auf die Euros bezogen, wenn wirklich monetär richtig was in die Brüche geht. Was braucht man dann oder was macht ein Berater? Ein Berater analysiert von außen die komplette Unternehmenssituation und den Markt, in dem sich die Firma bewegt. Das heißt, es gibt eine Ist-Analyse und dann Stellhebel, wo man sagt, so sieht jetzt ein Effizienzprogramm aus, und ein Berater begleitet euch dann auch in diesen Effizienzprogrammen. Also wie muss ich in meinem Produktportfolio loslegen oder starten, und vor allem auch, und das ist immer so mir so wichtig in diesen Veränderungsprojekten, egal welcher Art die letztendlich getrieben sind, die Mitarbeiter abzuholen. Das heißt wirklich auch nach außen Transparenz zu zeigen, sagen, Achtung, wir fahren jetzt ein Effizienzprogramm, wir fahren auf Krisenmodus, deswegen gibt es dies und jenes nicht mehr, deswegen stellen wir die und die Produkte zum Beispiel ein und fahren in den neuen Produkten zum Beispiel hoch in Verhältnissen. Ne? Wenn du zum Beispiel im Umbruch bist und dein Marktwachstum änderst letztendlich. Ich gucke gerade nochmal hier in die Kommentare rein, was es da an Fragen gibt. Ja, Dankeschön für eure Likes und die Herzchen hier. Genau, also das war das Thema Krisen, und das Thema Staffel haben wir noch nicht gehabt. Damit ist gemeint Staffelübergabe. Mache ich nochmal hier so ein Ü dazu. Das heißt, wann gebe ich und wie übergebe ich mein Unternehmen an Nachfolger oder noch nicht Nachfolger, die da sind. Und da lohnt es sich absolut, und das bitte, bitte, bitte 10 Jahre bevor ihr in Rente geht, 10 Jahre bevor ihr dran denkt, in Rente zu gehen, holt euch da wirklich mal einen Berater ins Haus, um drauf zu schauen, wo haben wir denn eigentlich noch Potenzial in der Firma? Weil dein Wert, und daran denken die wenigsten im Mittelstand, auch Unternehmenswert, also Mergers and Acquisitions, das heißt Unternehmensanteile kaufen, verkaufen, Zusammenschlüsse, das ist so ein Thema, wenn man wachsen will als Unternehmen, gibt es viele, die aus der IT-Branche jetzt über digitale Kanäle kommen, denen fehlen natürlich Strukturen und Ressourcen. Und wenn die sagen, oh, wir haben jetzt eine große Marktreiche, wir haben super viele Kunden, aber wir wollen in dem Segment noch was dazu haben, dann kaufen die solche Unternehmen auf. Und achtet darauf wirklich, macht euch Gedanken rechtzeitig, was kann ich tun, um mein Unternehmen möglichst wertvoll aufzubauen. Immaterielle Vermögenswerte sind das letztendlich, um einen guten Verkaufspreis hinzubekommen. Also das heißt, im Verkauf sagt man materielle, immaterielle Vermögenswerte, das sind so die zwei Kenngrößen. Das heißt, materielle Vermögenswerte sind die Anlagevermögen, Gebäude, Personal, alles, was physisch vor Ort ist. Und das Immaterielle ist natürlich der Wert des Unternehmens. Das heißt, wie produktiv seid ihr, wie effizient seid ihr? Und dahinter stecken natürlich wieder Projektsteuerung, Prozesssteuerung, Gremien, Meeting, Organisation, Führungskultur, Spirit auch. Wie viel Energie und Power hat der Laden, den du bereit bist abzugeben? Und dann ist es natürlich viel einfacher in der Übergabe A für dich als Gründer, wenn du in die Rente gehen willst oder wirklich Staffelübergabe machen willst, zu verhandeln, weil du nochmal wirklich deine Firma schön rausputzt. Das ist wie wenn du ein Haus verkaufst, ja? Dann machst du es auch schön und willst einen möglichst guten Marktwert haben. Bei einer Firma geht das halt nicht in 4 Wochen. Da brauchst du schon eine gewisse Vorlaufzeit. Gerade wenn du nochmal Innovationsthemen jetzt reinbringen willst, innovative Themen, neue Märkte erschließen willst und die Mannschaft und Mitarbeiter darauf aufsetzen willst, in diesen Formen zu arbeiten. Das braucht Zeit. Also macht euch rechtzeitig Gedanken darüber und holt euch mal jemanden rein, um das zu reflektieren. So, was haben wir noch? Was habe ich noch nicht besprochen? Ja, also das sind die Auslöser, warum und wann hole ich letztendlich eine Beratung rein. Der Punkt, wann,
ist entweder Freude oder Schmerz. In der Regel ist es eher Schmerz. Freude in dem Sinn, dass man sagt, ja, wir haben jetzt, sie stehen echt profitabel da, aber als Unternehmer weiß man natürlich, es gibt Konjunkturzyklen, es gibt Konjunkturschwankungen, also es geht auch wieder runter und so wie die Sonne scheint und Regen kommt, so ist es auch im Unternehmertum und in der Wirtschaft. Das heißt, hier zu sagen, okay, wo könnte ich denn noch rein investieren, um weiter zu wachsen? Was muss ich tun als Unternehmer, um noch neue Märkte zu erschließen oder noch mehr rauszuholen? Zum Beispiel auch über Effizienzprogramme. Und der zweite Punkt, wann hole ich mir jemanden rein? Das ist natürlich dann der Schmerzpunkt. Das ist der Punkt, wo es meistens dann schon richtig wehtut, wo es auch wirklich, ja, und ich dachte, eigentlich kriege ich das hin, auch danke für die Herzchen hier, aber es hakt doch ein bisschen. Ich muss jetzt doch mal mehr jemanden reinholen. Tut euch da echt nicht schwer. Ich gebe euch mal ein Beispiel, Trainer und Coaches im Fußball oder im Sport zum Beispiel. Da hat jeder hochkarätige, ja, Profisportler hat einen Coach an seiner Seite. Jeder Fußballverein hat einen Trainer, der immer mal wieder wechselt und ein neuer Trainer reinkommt. Und das hat natürlich einen Sinn und Zweck. Der Haupteffekt, den wir als Berater natürlich machen, inhaltlich solche Programme natürlich aufzusetzen und zu begleiten, um wirklich mehr Gewinn aus dem Umsatz rauszuholen, also mehr, ja, wirklich Profit auch, die Unternehmen profitabel zu machen, ist das eine. Der andere Anteil ist immer in der Führungskonstellation in die Reflexion zu gehen. Und da lohnt es sich auch als Berater, also die unter euch, die Berater sind, meine Coaching-Ausbildung zu machen, um da wirklich auch zielgerichtet in die Reflexionsgespräche reinzugehen, weil es macht natürlich das Thema Unternehmenskultur. Der Fisch, ne, fängt von oben an zu stinken oder vom Kopf, sagt man so schön. Es hat immer was mit der Unternehmensführung, Unternehmenskultur zu tun. Und da hilft es mit einer Coaching-Ausbildung wirklich, da in eine sehr sensible und vor allem zielgerichtete Kommunikation zu gehen. So, was haben wir hier noch an Fragen zum Thema Beratertätigkeit? Also, wie bin ich dazu gekommen? Man kann es theoretisch planen. Weiß jetzt nicht, halte ich davon was, halte ich davon nichts. Ich bin halt immer ein Typ von intrinsischer Motivation. Das heißt, macht dir das Thema wirklich Spaß? Hast du da wirklich Bock drauf? Ne? Also, das war für mich nie ein monetärer Anreiz oder sowas. Das war wirklich einfach die Ergebnisse, ja, also wirklich dieser Change. Du gehst als Berater rein und holst die Mannschaft hier im Team über so eine Bergspitze. Ja? Du hast hier ein Ziel, eine Fahne, wo du sagst, so sieht die Roadmap, also der Fahrplan aus, dass wir da drüber kommen. Und du begleitest als Berater hier über diese Bergspitze, um hier wirklich auch wieder Weitblick zu haben und die Strukturen so aufgebaut zu haben, dass das Unternehmen fähig ist, in der Lage, selbst diese Dinge zu optimieren und nachhaltig auch wirklich anwenden zu können. Also das ist unser Beratungsansatz bei Holzer Consulting. Wir sind ja mit 6 Beratern unterwegs, wirklich für Nachhaltigkeit und nachhaltige Veränderung zu sorgen hier, statt wirklich Beratertage abzustrippen. Da habe ich auch überhaupt keine Lust drauf, sondern wirklich Ergebnisse zu erzielen. Und das ist so zum Thema Zurückmotivation. Intrinsische Motivation heißt dann natürlich, dass man hier, das ist, man hat hier Widerstände auf der Ecke, ja? Man hat Diskussionen, man muss Gespräche führen, man muss die Leute abholen, erstmal ins Boot holen und motivieren, auch wirklich diesen Veränderungsprozess mitzugehen, auch in der Führung, Unternehmensführung. Und da hinterher dann die Resonanz zu sehen und zu sagen, boah, wir hätten das viel früher machen sollen, das kommt meistens. Wir hätten es viel früher machen sollen. Oder das ist toll, dass wir es jetzt endlich haben. Oder da hätten wir ja auch selbst drauf kommen können. Das ist wieder das Thema Fremdblick. Man kommt selbst nicht drauf. Denn man hat halt wirklich hier in seiner eigenen Firma eine gewisse Betriebsblindheit. Und das ist der Vorteil im Austausch mit dem Außen, also außerhalb des eigenen Marktes, außerhalb des eigenen der eigenen Branche, sich mal mit diesen neuen Themen auseinanderzusetzen und zu gucken, wie hole ich das Beste für unser Business letztendlich raus. Und das machen Unternehmensberater. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, kam auch schon, ja, ich habe da und da mir ein Angebot geholt, was ist der Unterschied oder was ist der Mehrwert? Es gibt
gerade viele Berater oder auch die nennen sich Unternehmensberatung, das ist kein geschützter Begriff. Auch das Thema Consultings, ne, kommt von Consultare. Also ich konsultiere einen Arzt, ich konsultiere jemanden um Rat. Auf Deutsch war das, ist es in der Historie aus dem Rat, zum Beispiel Rat der Weisen, Stadtrat hat getagt zum Beispiel. Also es sind solche Räte, wo man sich gegenseitig berät. Das so nochmal zur Historie in Deutschland. Und Consulting und Unternehmensberatung sind keine geschützten Begriffe. Das ist leider so. Das ist jetzt ein Berufsstand, wo man natürlich in jeder Branche, in jeder Tiefe nochmal in die Spezialitäten reingehen kann. IT-Beratung, Softwareberatung, strategische Beratung. Also die großen Häuser Unternehmensberatung, die sind ja sehr, sehr stark auf strategischer Ebene unterwegs. Das heißt, wie mache ich meine Geschäftsentwicklung in den nächsten Jahren zum Beispiel? Oder Mergers and Acquisitions. Das sind auch solche Großprojekte, die von den großen Beratungshäusern McKinsey, Ernst & Young und so weiter begleitet werden, die ich ja im Inhouse-Consulting begleitet habe. Jetzt zurück zu der Frage, wie kam ich dazu? Bei mir war es tatsächlich, es hat angefangen bei Porsche damals. Da habe ich meine erste Prozessoptimierung im Prototypenbereich gemacht. Das heißt, da ging es um die Ist-Analyse oder die Aufnahme der Potenziale in der Erstellung der Fehler im Prototypenbau. Das heißt, im Prototypenbau habe ich noch kein fertiges Auto, sondern ich habe ein Testfahrzeug. Und das Testfahrzeug ist die Vorstufe zum fertigen Auto. Und wie ist dieser Prozess? Und das war tatsächlich mein Beginn damals. Und im Studium, klar, da liest man natürlich 1000 Bücher und setzt sich mit dem Thema auseinander. Und dann, woher kommt das Ganze? Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung, da ist es ja auch oft aufgehängt, das ganze Thema Prozessstrukturen, Lean Administration. Und meine Projektmanagement-Zertifizierung habe ich dann mit dem Patentprojekt gemacht. Dieses 3-Milliarden-Projekt, das jetzt innerhalb von 8 Jahren von 0 auf 3 Milliarden Umsatz natürlich jetzt gewachsen ist im internationalen Markt. Das mit diesem Projekt, das war tatsächlich dieses Projekt, dieses Patent war meine Abschlussarbeit für meine Zertifizierung als Projektmanagerin bei der Deutschen Gesellschaft für Projektmanagement. Bei der Scrum Alliance bin ich als Scrum Master zertifiziert. Die ganzen Zertifikate, also alle die da Fragen dazu haben, die hoffe ich jetzt beantwortet zu haben, die bringen dir aber nichts, wenn du keine Erfahrung hast. Ja? Und mit Erfahrung meine ich genau diese Dinge, ja, in der Komplexität der Unternehmensstrukturen wirklich das mal durchgeführt zu haben, selbst in der Führungsrolle gewesen zu sein, selbst zu wissen, wie schwierig es ist, in einem Effizienzprogramm mit Mitarbeitern Diskussionen und Gespräche zu führen über Abfindungsprogramme, Abfindungsmodelle, Ausscheidungsvereinbarungen, Kündigungsgespräche und so weiter und so weiter. Alles, was dazugehört, selbst zu wissen, wie motiviere ich meine Mitarbeiter in so ein Programm rein, in so ein, ja, Umstrukturierungsthema rein. Und wie schaffe ich es auch selbst wirklich in meinem Bereich, in meinem Verantwortungsbereich, mehr Performance, mehr Effizienz hinzubekommen? Und das ist so der Unterschied, wo ich sage, wenn mich jetzt einer fragt aus diesen Online-Beratern, ja, über die digitalen Plattformen kann man schnell sagen, ja, ich habe eine Firma gegründet, ich habe den und den Erfolg nachgewiesen und ich mache mich jetzt selbstständig als Berater. Das kann grundsätzlich jeder tun. Und die damit erfolgreich sind, die tun das auch weiter. Das funktioniert super. Die Frage ist halt, mit welchem Thema bist du halt unterwegs und was ist der Schwerpunkt? Und ja, unsere Antwort darauf ist natürlich Prozesse und Projekte. Das ist die Basis unseres Tuns, also wirklich die strategische Unternehmensanalyse des gesamten Unternehmens. Wo gibt es die größten Stellhebel, um mehr Gewinn aus deinem Umsatz rauszuholen? Und da steckt auch im Thema Skalierung, Wachstum, das Thema Prozesse und Projektsteuerung dahinter. Mit Projektsteuerung ist gemeint, neue Produkte in den Markt zu bringen. Denn bevor du Prozesse hast, hast du erstmal Ideen, Innovationen, in denen du dich ausprobierst, bevor du sie in die Reichweite kippst und in den Markt reinkippst und wirklich verkaufst.